So. Dann verkleiden wir uns wieder. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Okay, und jetzt holen wir uns die Schlüsselkarte. Hallo. Hallo, Frau Jordan. Hey, nicht schlecht. Ja. Die Schlüsselkarte Nummer 2, bitte. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel, die Nummer 2. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorne. Bitteschön. Dankeschön. Perfekt. Okay, dann... Ich werde mich mal wieder umziehen. Mhm. Dann ab in die Kabine Nummer 2. Müsste diese sein. Dann renn. Jetzt bin ich gespannt. So, alles klar. Ich sehe schon die Handtasche. Mal kurz ein bisschen zur Seite gehen. Lautsprecher, ein Schrank. Hätte ich die Besitzerin nicht schon gesehen, würde ich aufgrund der Klamotten sagen... Eine typische Tussi. Da ich die Dame ja aber bereits kenne, weiß ich, eine typische Tussi. Okay. Die Klamotten sind definitiv nicht mein Geschmack. Ich wollte gerade sagen, mitnehmen wirst du da wahrscheinlich nichts. Okay, das Bett. Irgendwelche Fernsehkommissare würden in diesem Bett vermutlich ein gutes Dutzend Beweise finden. Aber ich kann nichts Auffälliges feststellen. Okay, ein Magazin. Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein. Aber sie haben George Rooney auf dem Cover. Das reicht als Kaufgrund. Hm. Können wir das mitnehmen? Tatsächlich. Okay. Das Magazin... Okay, gut. Und da ist die Handtasche. Wenn das nicht meine Handtasche ist, dann wäre die Ähnlichkeit schon extrem zufällig. Dann nehmen wir die mal mit. Ich schau noch mal kurz rein. Ja, das ist definitiv meine. Perfekt. Bin mal gespannt, was die ehrenwerte Frau Jordan zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen ist deutlich einfacher. Aber was bleibt mir anderes übrig? Mal hören, was die anderen meinen. Ich bin's. Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich habe jetzt das halbe Schiff durchsucht und immer noch nichts gefunden. Das weiß ich selbst, aber es sind noch weitere Probleme aufgetreten. Ja, das hoffe ich auch. Allmählich wird die Zeit knapp und wir brauchen jetzt schon ein kleines Wunder, damit das Ganze nicht in einer gewaltigen Katastrophe endet. Okay, ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Puh, das war knapp. Wer war das? Und was hat er hier gesucht? Ein Passagier? Oder ein Besatzungsmitglied? Und von was für einer Katastrophe spricht er? Ich sollte wirklich aufpassen, mit wem ich worüber rede. Wirklich trauen kann ich wohl keinem. Mit Ausnahme des kleinen Oscar vielleicht. Okay. Vielleicht suchen die das Pergament. Das... Schauen wir mal ins Tagebuch. Zwei Eindringlinge an Bord der Calypso. Nina entdeckt ihre vermisste Handtasche tatsächlich in der Kabine von Katharina Jordan. Hoffentlich hat die werte Dame eine sehr gute Ausrede parat. Allerdings ist Nina nicht die einzige Einbrecherin. Ein Unbekannter dringt auf der Suche nach etwas Bestimmtem ebenfalls in die Kabine ein. Finden kann er es aber nicht und das bereitet ihm offensichtlich große Sorgen. Er erwähnt eine gewaltige Katastrophe. Eine Katastrophe, die auch Nina betreffen könnte? Gut. Ja. Dann gehen wir mal raus. Und zeigen wir ihr mal die Handtasche. Meine Handtasche? So, okay. So, bitteschön, Frau Jordan. Frau Jordan, ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Über meine Handtasche, die ich in Ihrer Kabine gefunden habe. Sie waren in meiner Kabine? Das ist Einbruch! Ich werde Sie ins Gefängnis bringen! Wollen wir wirklich zum Kapitän gehen und die Sache dort klären? Okay, Sie haben recht. Lassen Sie mich die Sache erklären. Ich höre. Gleich. Aber auf den Schreck brauche ich erstmal einen Drink. Sonst kippe ich gleich um. Den können Sie kriegen, aber dann will ich endlich wissen, was hier los ist. Was möchten Sie denn? Ein Gin Tonic? Bloody Mary. Ich trinke nur Bloody Mary. Kein Problem. Kommt sofort. Ein Katercocktail.
Habe ich persönlich aber noch nie getrunken und werde ich, glaube ich, nie probieren. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich Tomatensaft mit Alkohol trinke. Nee. Gut, einen Bloody Mary bitte. Sehen Sie, wir beide leben immer noch. Machen Sie nur Ihre Witzchen. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Sie werden sehen. So. Ich hätte gern eine Bloody Mary. Meinen Sie, Alkohol so früh am Tag wird Sie das Elend dieser Welt vergessen lassen? Hallo? Ich dachte, Sie seien Barkeeper. Naja, Sie können den Cocktail gern haben, aber... Na prima, dann legen Sie mal los. Einen Moment. Hab's gleich. Vielleicht hätte ich mir ja auch einen bestellen sollen. Nüchtern sind einige Leute an Bord ja kaum zu ertragen. Bitte sehr. Aber denken Sie an meine Worte. Ja, das werde ich tun, sobald die große Flut über uns hereingebrochen ist und uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen mehr auf seine Drinks konzentrieren. Eine Bloody Mary in so einem Glas? Entweder will er mich ärgern oder er hat keine Ahnung von Cocktails. Okay. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Gut. So, bitteschön. So, Frau Jordan, hier ist Ihr Cocktail. Danke. Prost. Und auf Ex nicht schlecht. So, dann legen Sie mal los. Okay. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, mag sich ein wenig seltsam anhören. Aber ich schwöre, es ist wirklich so gewesen. Fangen Sie doch erst mal an, dann werden wir schon sehen, was halbwegs glaubwürdig ist und was nicht. Gut. Ich kam letzte Nacht an Ihrer Kabine vorbei. Die Tür stand ein Spalt offen und ich war einfach neugierig. Ich schaute durch den Spalt und sah einen maskierten Mann, der in Ihren Sachen rumwühlte. Er muss mich wohl irgendwie bemerkt haben, denn plötzlich drehte er sich blitzschnell um und zog mich in die Kabine. Er presste mich gegen die Wand. Seine Hand an meinem Hals. Ich wagte kaum zu atmen. Ich weiß nicht, wie lange ich so stand, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vermutlich wusste auch der Maskierte nicht so genau, was er jetzt eigentlich tun sollte. Dann hörte ich leise Schritte auf dem Gang, die sich der Kabine näherten. Ich überlegte noch kurz, ob ich laut um Hilfe schreien sollte, als ich plötzlich eine Pistole vor meinen Augen sah. Der Mann zischte mir zu. Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Ich war starr vor Angst. Und selbst als er mich losließ und ihnen die Tür vor den Kopf knallte, habe ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Einen Augenblick später stand der Mann schon wieder hinter mir und zischte mir ins Ohr. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mich hier gesehen hast, dann bist du tot. Du gehst jetzt zum Schiffsarzt und erzählst ihm, die Frau sei unglücklich gefallen und mit dem Kopf an die Tür geknallt. Und denk daran, was auch immer du tust, ich werde dich genau beobachten. Was hätte ich tun sollen? Geht's Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich so blass? Ich... keine Ahnung. Wird bestimmt gleich wieder weg sein. Bloody Mary hilft immer. Mm-mm. So, schon besser. Als ich in meine Kabine zurückkam, stand da plötzlich diese Handtasche. Ich hatte panische Angst, weil mir plötzlich klar wurde, dass der Mann jederzeit in meine Kabine kann. Ich schwöre, ich habe die Handtasche nicht mal angefasst. Jedes Mal, wenn ich sie angeschaut habe, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ich habe schon überzeugendere Geschichten gehört. Andererseits müssen Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sein, falls die Panik in Ihren Augen nicht echt ist. Haben Sie den Mann erkennen können? Ich... Sie sehen aber gar nicht so aus, als würde es Ihnen besser gehen. Soll ich vielleicht den Arzt rufen? Ich... kriege irgendwie nicht so richtig Luft. Der Typ jedenfalls... Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber... Er erinnert mich an... Frau Jordan? Frau Jordan, alles in Ordnung? Ach du Scheiße. Sie fing auf einmal ganz schrecklich an zu husten. Das wurde immer schlimmer und irgendwann hat sie kaum noch Luft gekriegt. Der Doc wird das bestimmt wieder hinkriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Tue ich aber. Das hier sollte eine entspannte Schiffsreise werden. Aber davon bin ich ungefähr so weit entfernt wie von Hawaii. Ich sollte mich erstmal für ein Stündchen hinlegen. Meine Kopfschmerzen von diesem Zwischenfall mit der Tür werden wieder stärker. Ich sollte mich auf den Weg ins Restaurant machen. Bin gespannt, was mir der mysteriöse Passagier aus Kabine Nummer 5 über die seltsamen Vorkommnisse auf dem Schiff zu berichten hat. Okay, gibt es einen Eintrag ins Tagebuch? Nee, okay. Ich würde jetzt einfach mal ganz stark vermuten, dass die Bloody Mary vergiftet war. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob der Barkeeper da jetzt schuld war, ob er den Cocktail vergiftet hat, aber ich gehe mal davon aus, dass der Cocktail vergiftet war.
weil erst nachdem sie ihn getrunken hat, ging es ihr so schlecht. Wie geht's dir denn? Können wir da nachsehen? Die Tür zur Krankenstation. Okay, können wir durchschauen? Da liegt sie. Katharina Jordan scheint zu schlafen. Hoffentlich geht es ihr bald besser. Ja, macht sie sich doch Sorgen um sie. Zuerst hasst sie sie und jetzt? Ja, gut. Dann, meint sie jetzt ins Restaurant oder in die Kabine 5 gehen? Gehen wir in die Kabine 5 mal. Scheint keiner drin zu sein. Okay, dann ins Restaurant. So, es ist wieder Nacht. Erst will er sich unbedingt mit mir treffen und verspricht mir bahnbrechende Neuigkeiten über die Vorkommnisse auf dem Schiff. Und jetzt ist er nicht da. Männer. So, 5 Minuten gebe ich ihm noch, dann hat er Pech gehabt. Ist da gerade einer über Bord gegangen? Hoffentlich habe ich mich da getäuscht. Ich muss mich getäuscht haben. Wer sollte... Und falls nicht? Was, wenn da jetzt wirklich einer im Meer treibt? Ich werde sicherheitshalber mal dem Kapitän Bescheid sagen. Der wird wissen, was zu tun ist. War der Schiffsarzt, und oder? Und Sie sind ganz sicher, dass jemand über Bord gegangen ist? Ja, also wissen Sie, das war so. Ich saß eben im Restaurant und habe auf jemanden gewartet. Und plötzlich habe ich Stimmen gehört. Das ist auf hoher See nichts Ungewöhnliches. Schon mal was vom Klabautermann gehört? Ich mein's ernst. Da waren diese beiden Männer, die miteinander gekämpft haben. Naja, zumindest habe ich 2 Schatten gesehen, von denen ich den Eindruck hatte, als würden sie miteinander kämpfen. Dann gab's ein lautes Platschen, als ob einer ins Wasser fällt. Und gleichzeitig war nur noch ein Schatten zu sehen. Sie meinen wirklich, da wurde jemand über Bord geworfen? Es sah zumindest so aus. Haben Sie die Männer erkennen können? Nein, ich weiß nur, dass einer der beiden einen langen Pferdeschwanz hatte. Ich dachte zunächst, es wäre eine Frau, aber die Statur schien eher männlich zu sein. Der mit dem Pferdeschwanz war dann nach dem lauten Platschen plötzlich verschwunden. Hm. Es gibt nur eine Person an Bord, die einen Pferdeschwanz hat. Unser Schiffsarzt. Genau. Ich kann eigentlich nicht wirklich glauben, was Sie mir da gerade erzählt haben. Aber wir können ja einfach mal gemeinsam nachschauen. Der Doktor müsste noch auf der Krankenstation bei Frau Jordan sein. Danke. Sehen Sie, alles in Ordnung. Unser Schiffsarzt kümmert sich aufopferungsvoll um seine Patientin. Sie halten mich jetzt bestimmt für verrückt, oder? Ich war mir echt ziemlich sicher, dass es da einen Kampf gegeben hat und dass einer der beiden über Bord gegangen ist. Nein, ich halte Sie nicht für verrückt. Es war dunkel, da kann so etwas schon mal passieren. Legen Sie sich hin und schlafen Sie ein paar Stunden. Eigentlich... Ich muss dann auch wieder zurück auf die Brücke. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Ja, danke, Ihnen auch. Komisch, habe ich mir das echt nur eingebildet? Naja, wenn ich schon mal dabei bin, mich zu blamieren, dann kann ich auch gleich nachschauen, ob meine Verabredung endlich aufgetaucht ist. Na warte, dem werde ich morgen was erzählen. Aber für heute reicht's mir. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. So, jetzt bin ich zumindest halbwegs ausgeschlafen. Und definitiv fit genug, um dem netten Nicht-beim-Abendessen-Auftaucher mal gehörig den Kopf zu waschen. Ich habe doch eben noch ganz deutlich Geräusche gehört. Der Feigling traut sich wohl nicht vor die Tür. Befürchtet er nur einen kräftigen Anschiss oder hat er irgendwas zu verbergen? Vielleicht sollte ich mal auf dem Unterdeck durch das zur Kabine gehörende Bullauge schauen. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Und ist es überhaupt der Arzt? Und falls er das tatsächlich ist, warum trägt er eine Perücke? Aber was im Grunde noch viel wichtiger ist, wer behandelt eigentlich Katharina Jordan? Ich sollte dringend mal nach ihr sehen.